Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe hier beim Telestammtisch bei den Filmkritiken. Und heute haben wir mal keinen großen Blockbuster oder keinen großen Streaming-Neustart im Gepäck, sondern wir haben einen ja vergleichsweise kleineren Film mit dabei. Wir, das sind zum einen Kati, hi. Hi. Und zum anderen ich, Paul, und wir beide haben uns den Film 20.000 Arten von Bienen angeschaut. Ich habe das schon vor einer ganzen Weile gemacht. Auf der Berlinale konnte ich den Film sogar im Kino sehen und du hast ihn jetzt auch nachgeholt. Genau, ja, Screener. Genau. Ja, dann steigen wir auch direkt ein mit dem Inhalt. Worum geht's? Gemeinsam mit Mutter und Geschwistern verbringt ein 8-jähriges Kind Zeit bei engen Verwandten im Baskenland. Während des Sommerurlaubs bestärkt sich dessen unter anderem durch das anwachsende Unbehagen, welches der männliche Geburtsname auslöst, komplizierte Identitätssuche. Genau, darum geht's. Wir begleiten also diesen kleinen Sommer da, diesen Sommerurlaub, den sie dort verbringen. Das ist ein spanisches Filmdrama. Mal wieder war eine junge spanische Regisseurin da im Wettbewerb der Berlinale vertreten. Und ja. Ja, wie du schon gesagt hast, also das ist es ist ein Filmdrama, aber es ist alles sehr ruhig erzählt. Also das Höchste der Gefühle ist, glaube ich mal, so bisschen Streit zwischen den Geschwistern oder mit der Mutter, aber dass da jetzt groß irgendwas ausartet, nicht wirklich. Und auch sonst ist alles sehr down to earth und sehr ruhig. Dass es geht eigentlich um die Hauptfigur und wie die versucht, ihre Identität und ihren Platz in der Welt zu finden. Und um die Frage, warum, also die Hauptfrage in dem ganzen Film ist, glaube ich, die sich die Hauptfigur immer stellt, so, warum wissen alle, was ihr Platz in der Welt ist, nur ich nicht? Mhm. Und wenn man dann die Geschichten der anderen Figuren so sieht, merkt man eigentlich, die wissen alle nicht so wirklich, was ihr Platz in der Welt ist, sie tun nur alles so. Ja, genau, mit dem spanischen Film, der vor, oh Gott, wann war es, letztes Jahr? Ja, glaube, da hatte Alcaraz auf der Berlinale gewonnen, auch ein spanisches Filmdrama. Und was diese beiden Filme verbindet, das hattest du jetzt gesagt, ist dieses ganz bodenständige oder diese naturalistische Herangehensweise. Also wir haben hier ganz feinfühlige Beobachtungen und jetzt nicht den großen Bogen an Intensität, obwohl natürlich die Einblicke, die wir hier bekommen, schon sehr sensibel gefilmt sind. Ja, definitiv. Die Mutter oder generell dieser ganze Ort dort, nicht der ganze Ort, aber viele Leute dort sind auch halt sehr religiös und da ist alles Zeit einfach stehen blieben in diesem Ort, finde ich. Immer dazu hin, wenn sie hinfahren und man sieht das so, dann machen sie das erste, was passiert, ist so ein großes, es ist kein Osterfeuer, es ist ein anderes, es ist ein großes Dorffest, halt so ein Feuer und dann auch wie die Häuser ausschauen und das wird auch mal angesprochen im Film, die Leute, die auf den Bänken vor den Häusern sitzen und das den Ort überwachen, unter Anführungszeichen, so, da fühlt sich an, als wäre man irgendwie, keine Ahnung, Jahre zurück und das fällt so richtig raus und da fällt natürlich so ein Kind, das seinen Platz in der Welt noch nicht gefunden hat, das sich jetzt nicht sicher ist oder sich eigentlich sicher ist, dass es nicht das Geschlecht sein möchte, in das es geboren wurde, fällt er natürlich auf und fällt auch sehr heraus und wenn dann auch noch die Oma sehr religiös ist, macht das die Sache nicht unbedingt einfacher. Mhm. Zumal der Film ja auch diese ganzen Perspektiven versucht, so ein bisschen unter einen Hut zu bringen, wobei wir haben schon, also die Perspektive der Hauptfigur, die ist ja hier schon zentral, da wird manchmal ein bisschen abgeschwiffen, wenn man sich so ein bisschen der Mutter widmet, aber dazu genau. Kommen wir vielleicht gleich, aber auch dieses ganze, diese Beobachtung von wie werden in dieser Gesellschaft oder wie werden auch in der Gesellschaft heute überhaupt solche Geschlechterrollen erstmal konstruiert oder wie steht es um Geschlechtsidentitäten oder wie groß sind tatsächlich diese Einflüsse oder was hat das für eine Auswirkung, wenn es weiterhin sowas zum Beispiel wie in Anführungszeichen jungen Frisuren oder Kleidung, genau. Die ist jetzt bestimmt nur für Jungen und so weiter. Also wenn allein das schon, wenn diese Interpretationen da schon existieren, die Menschen halt einfach in ihrer eigenen Entfaltung einschränken und das versucht dieser Film eben in ganz ruhigen Bildern da alles
ja, abzubilden. Und ich finde, so essentiell diese inneren und äußeren Konflikte da sind, die diese Figuren eben haben, 20.000 Species, ich habe immer den englischen Namen noch im Kopf, der verzichtet da jetzt, wie gesagt, auf so das große Drama oder auf so richtig dramaturgische Überzeichnungen, und er nimmt wirklich diesen Sommer und extrahiert ihn so ein bisschen und schaut, wie funktioniert das oder wie gehen die Figuren damit um. Ja, es ist eine Momentaufnahme von dem Moment, wo der Hauptfigur klar wird, okay, es war bis jetzt schon nicht geil, aber jetzt merke ich, es geht so nicht weiter, wie es bis jetzt ist. Die es auch nicht richtig, natürlich so richtig formulieren oder so richtig ausdrücken oder so richtig in Worte fassen kann. Genau. Und es geht halt auch viel um den Namen, weil das Einzige, also die Hoffnung war halt irgendwie, dass es sich im Körper so nicht wohlfühlt. Aber das Einzige, was sie irgendwie wirklich klar sagen kann, ist, dass sie nicht mit ihrem Geburtsnamen angesprochen werden mag und dass sie eine Zeit lang im Film auch gar keinen Namen hat, weil sie halt einfach nicht weiß, okay, mein Geburtsname passt nicht, aber was sonst? Mein Spitzname, den mag ich auch nicht, aber wie soll ich sonst genannt werden? Und was du vorher gesagt hast mit dem jungen Frisuren und so, also die Mutter ist da ja auch so, ja, es gibt keine Jungen, keine Mädchen, sagen so, die unterstützt die Figur ja eigentlich auch ziemlich bei allen Entscheidungen, auch wenn sie Kleider anziehen mag oder so. Und dann kommt halt irgendwie die Tante, glaube ich, und das Erste, was die Tante eigentlich so sagt, ist, ja, und dann gehen wir dir zum Friseur und lassen dir die Haare abschneiden und dann eine richtige Jungsfrisur machen. Und das sind halt diese zwei Welten, die da aufeinander prallen. Und klar, wenn du halt nur von solchen äußeren Einflüssen geprägt bist, dann traust du dich das wahrscheinlich auch nicht oder kannst es auch gar nicht, weil du halt nicht weißt, was für Möglichkeiten du hast. Und ich finde eben jetzt, also es sind eben so viele kleine Dinge, die diese Hauptfigur da oder wogegen sich diese Hauptfigur strebt, dass du halt merkst, okay, das ist nicht bloß jetzt, ich mag meinen Namen nicht. Ja, so, genau. Okay, das gibt's bestimmt hin und wieder. Aber das ist das, womit halt sie sich artikulieren kann, das ist das, womit sie sagen kann, ich fühle mich nicht wohl. Und dieser Film zeigt das halt schon in, also immer noch aus Kinderperspektive, aber trotzdem schon komplex. Und ich finde auch zu verdanken ist das der jungen Darstellerin, die hier die Hauptfigur spielt und die auf der Berlinale, ich glaube, als jüngste Darstellerin aller Zeiten mit dem Silbernen Bären für ihre Schauspielleistung ausgezeichnet worden ist. Aber auch verdient, weil das ist sicher nicht einfach. Also alle, ich finde auch die ganzen Figuren drumherum spielen das sehr authentisch, würde ich sagen. Insofern ich das natürlich beurteilen kann. Ich kann es jetzt nicht sehr ausschlagkräftig beurteilen, aber wie es sich entfaltet, das war schon alles sehr stimmig. Ja. Und ich finde, man sieht auch wieder gut, also die Figur macht sich dann ja eine Freundin, irgendein Nachbarskind oder so, keine Ahnung, eine Nachbarstochter. Und derer ist es vollkommen egal. Also derer ist egal, was der Name der Hauptfigur ist oder also was sie sich identifiziert, was auch immer. Die denkt sich einfach, nettes Kind, mit dem will ich befreundet sein. Und dann freuen sie sich an. Und da gibt es keine irgendwie Hänseleien oder sonst irgendwas. Ist natürlich auch leider nicht selbstverständlich, aber da merkt man wieder, dass der Kinder auch so, ja, ist mir egal, ich mag die Person, also bin ich mit ihr befreundet. Ich mag sie nicht, bin ich mit ihr befreundet. Ja. Also man hat hier halt auch ganz viele, also immer wenn die Hauptfigur quasi mit einer anderen Figur, sie hat ja auch noch, also ihre Mutter natürlich oder auch ihren Bruder, da entstehen ja auch je nach eben Alter, je nach eigener Sozialisation und nach eigenem Aufwachsen ganz andere Perspektiven und ganz andere Gespräche. Und ich weiß nicht, ich komme da jetzt mal ein bisschen drauf zu sprechen, weil es gibt hier noch, also ich fand einen Handlungsstrang, nämlich der Mutter, der wurde hier dann doch schon noch ein bisschen größer behandelt und vielleicht ein bisschen sogar größer, als ich es zunächst vermutet hätte oder als ich es im Nachhinein vielleicht auch gebraucht hätte. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber es geht ja dann auch noch so ein bisschen, die Mutter kommt da zurück und möchte da sich der Rekonstruktion so alter Kunstwerke widmen und da wird da noch so ein bisschen was aufgemacht. Ich weiß nicht, wie hat das auf dich gewirkt? Ja, mein Problem mit diesem Handschuh der Mutter war, dass am Anfang man dachte so, okay, was auch immer mit ihrer Ehe gerade los ist oder was auch immer, vielleicht muss sie einfach weg und dann kriegt man ja mit, dass sie sich für eine Dozentenstelle beworben hat, für irgendwas mit Skulpturen, keine Ahnung, weil ihr Vater auch immer Skulpturen gemacht hat und sie auch schon. Und es war mir zu
viel von der Mutter, dass also es mich nicht interessiert mehr hätte, aber zu wenig, dass ich alles mitbekommen hätte. Das Sinn. Also es war dann so eine ganz komische Mischung aus, okay, ich würde gern mehr wissen, was mit der Mutter passiert, das habe ich aber nicht bekommen. Aber gleichzeitig war ich schon so weit in dieser Geschichte fortgeschritten mit der Mutter, dass sie mich dann genervt hat, dass ich nicht mehr davon bekommen habe. Weil ich einfach wissen wollte, wie es weitergeht, wie es ausgeht, was da auch die Hintergründe sind, die Vorgeschichten. Und es wird das mit alles so nebenbei mal ein bisschen erwähnt, aber dann doch nicht weiter ausgesponnen, was ich auch verstehe, weil die Mutter ist nicht die Hauptfigur in diesem Film. Ja. Aber dann hätten sie vielleicht doch ein bisschen mehr zurücknehmen sollen, um uns nicht da noch irgendwie anzufüttern und uns dann nichts zu geben da. Ja, das Ding ist, ich glaube, diese Frage oder diese Frage danach, warum es diesen Handlungsstrang oder warum es diesen Fokus dann vielleicht noch gab, der wurde in der Pressekonferenz von der Regisseurin, glaube ich, auch damit begründet, dass sie eben, also die Crew oder auch sie als Regisseurin hat jetzt keinen Trans-Hintergrund oder so, und obwohl da eben die Erfahrungen von Eltern transgeschlechtlicher Kinder eingeflossen sind, wollte sie eben nicht aus ihrer Perspektive nur diese reine Geschichte erzählen und hat deswegen halt wahrscheinlich noch was da drum herum gesucht. Das hat sich dann für mich auch so ein bisschen besser erschlossen, auch wenn ich trotzdem das Gefühl hatte, dass es so den Film so ein bisschen verzerrt irgendwie. Ja, ich finde, es macht schon Sinn, um auch zu sehen, warum sie die Hauptfigur auch so schwer tut, weil die Mutter ihre ganz eigenen Dämonen und Probleme hat und eigentlich zurzeit nicht wirklich das Mindset hat, sie hat drei Kinder und sie nicht wirklich das Mindset hat, sich mit den Problemen zu beschäftigen, weil sie selber halt gerade komplett am Umkrempeln ihres Lebens ist und halt an einem Wendepunkt steht anscheinend. Und da macht ja schon Sinn, dass man auch sieht, wie die Mutter das struggelt, um halt einfach zu sehen, warum auch vielleicht Sachen so weit eskaliert sind, wie sie eskaliert sind dann. Aber es hat sich auch manchmal so ein bisschen wie ein Fremdkörper angefühlt. Vor allem, weil es dann an einem Punkt einfach nicht mehr weiterging und die Geschichte einfach abgeschlossen war mit der Mutter, war es so, okay, und das war's jetzt, damit soll ich jetzt nach Hause gehen. Ja. Genau. Dann, ich würde noch ganz kurz auf das Ganze, auf die Aufmachung des Ganzen zu sprechen kommen. Ich meine, wir haben es schon gesagt, das ist in total ruhigen und zurückhaltenden Bildern erzählt. Man wagt hier auch keine großen filmischen Experimente von der Kamera her, aber dadurch, dass er sich so nah und ebenso natürlich einfach an den Figuren hält oder eben auch die Bienen, die hier, die stehen auch nicht einfach so im Titel. Die haben noch gar nicht geredet, die Bienen. Natürlich, die haben natürlich auch hier einen Einfluss und gerade da schimmert dann auch so ein bisschen eine Symbolik durch. Das fand ich dann auch nicht zu aufdringlich hier mit eingesetzt oder mit eingebunden auch von den Bildern her. Ja, definitiv. Also, und der schaut auch schön aus, also diese, ich weiß nicht genau, wo sie da sind, aber diese ganze Landschaft und so, da gibt es auch eine Szene, wo die Hauptfigur dann zwischen diesen Bienenkisten sitzt, so gegen Sonnenuntergang auf so einem Berg schaut, da schaut alles ganz schön aus, also das mochte ich. Ja, gut, dann kommen wir ja zu einem kleinen Fazit zu diesem Film 20.000 Arten von Bienen kommen, also wie gesagt, ja. Ich habe auch überall 20.000 Arten von Bienen gelesen, aber ich habe den auf Spanisch mit deutschen Untertiteln gesehen. Und in der Übersetzung vom spanischen Titel stand in dem Untertitel 20.000 Bienenart. Also keine Ahnung, was ist der richtige Titel ist, aber. Ja, gut, das wäre natürlich interessant. Ich finde 20.000 Species of Bees, das geht in Deutschland manchmal nicht ganz über die Lippen, aber 20.000 Bienenarten. Klingt halt noch mehr nach, weiß ich nicht, nach Biologiebuch. Ja, stimmt. Ja, gut. Ich weiß gar nicht, brauche mal an der Stelle ein kleines Fazit. Ich denke, es ist fast durchgedrungen, wie wir beide diesen Film fanden. Also gleich nach dem Schauen war ich so viel froh, dass wir den nicht gleich besprechen, weil der auch noch einen Tag gewirkt hat. Und das war auch gut so, da sich nochmal drüber Gedanken zu machen. Ja, ich denke, der wirkt vielleicht auch noch ein bisschen nach. Ich habe ihn jetzt zuletzt im Februar gesehen und die Besprechung jetzt auch halt im Juni auf. Und ich würde mir den vielleicht, wenn ich die Gelegenheit habe, auch noch mal anschauen und gucken, wie es dann auch beim zweiten Mal ist. Aber ja, vielleicht wirkt das ja beim zweiten Mal dann noch mal anders. Das kann gut sein. Gut, dann bedanke ich mich bei dir, Kathi, dass wir den hier besprechen konnten. Gerne. Und wenn ihr mehr von uns zwei hören wollt, wir haben einen anderen Podcast, wo wir eher kleinere Filme, also Moviefilme besprechen. Das Ding nennt sich In the Mood for Movie. Also wenn euch
eher diese Nischenfilme und die nicht ganz so Blockbuster liegen, dann könnt ihr gerne auch da mal reinhören. Und Chef Andi ist erlaubt, Eigenwerbung zu machen, also Grüße. Genau, und solltet ihr doch eher dann an den größeren Blockbustern interessiert sein, dann scrollt gerne mal durch den Feed hier beim Telestammtisch. Da sind auch immer wieder ein paar kleine Filme dazwischen, aber vor allen Dingen auch natürlich alles andere rund um Indiana Jones oder Mission Impossible. Mission Impossible kommt erst noch, egal. Da wird auf jeden Fall noch... Barbie, Oppenheimer, egal, Hauptsache. Da wird auf jeden Fall auch noch... genau, da wird auf jeden Fall auch noch hier und da was auftauchen. Hinterlasst uns auch gerne eine Bewertung hier beim Telestammtisch auf den ganzen Podcast Portalen oder auch bei den Social Media Kanälen. Und wenn ihr dann, wie gesagt, die ganzen Blockbuster und so weiter angehört, durchgehört, durchgeschaut, was auch immer habt, dann kommt doch bei uns bei In the Mood for Movie vorbei. Genau. Das klingt nach einem Plan. Dann sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, danke fürs Zuhören. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des Telestammtisch, betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso frohlocken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Shownotes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.